Nur noch wenige Tage, dann ist das Börsenjahr 2023 zu Ende. Einige sagen zum Glück, andere sagen schade, insbesondere wenn sie bei den großen 7 Aktien mit dabei waren. Und das nächste Börsenjahr, ja, das wird spannend. Und deswegen schauen wir uns in diesem Video mal die Wachstumserwartungen an, die Wachstumserwartungen für 24. Wir schauen uns mal Statistiken an, wir schauen uns Saisonalität an. Ich gebe mal 4 konkrete Prognosen für das nächste Jahr ab, die sicherlich nicht so exorbitant weg vom Mainstream sind, aber die trotzdem bedeutend für den Markt sein werden und die sicherlich in ihrer Ausprägung auch die Märkte deutlich mit verändern. Wenn es dir gefällt, wie immer, Daumen nach oben, gerne das Video teilen und auch abonnieren, damit du kein Video mehr von diesem Kanal, vom Portfoliomanager, von mir, André Stagge, hier auch verpasst. Ja, es war ein gutes Börsenjahr, Aktien sind gestiegen, Anleihen haben dann auch zumindest in den letzten 2 Monaten des Jahres noch eine Renaissance erlebt durch die Notenbank, die eben hier vorweggenommen hat, dass die Zinsen auch deutlich fallen werden. Die Märkte haben es ja schon länger gewusst und die Notenbanken sind jetzt endlich eingeknickt. Aber trotzdem wird 24 ein wichtiges Börsenjahr, denn wir haben sehr viele Wahlen, Europawahl, Wahl in den USA, aber auch viele andere Länder. Über 3,5 Milliarden Menschen werden ihre Stimme abgeben und wir brauchen vor allen Dingen global eins und das ist Wachstum. Wir brauchen immer mehr, immer schnelleres Wachstum, denn wir haben uns jahrelang verschuldet, über unseren Verhältnissen gelebt, mit Zinsen, die lange sehr niedrig oder sogar bei Null waren, die jetzt in den letzten 2 Jahren deutlich angestiegen sind. Und wenn wir jetzt nicht uns aus der Malaise herauswachsen, dann haben wir ein Problem. Wenn also der Zinssatz über der Wachstumsrate steht, dann haben wir ein Problem. Und deswegen schauen wir uns das Thema Wachstum und auch Prognosen in diesem Video und Beitrag mal an. Da habe ich auch eine kleine Unterlage dabei, die ich dir gerne hier noch mit präsentieren möchte. Und wie immer gilt bei diesen Unterlagen, es sind keine Anlageempfehlungen, sondern es gilt hier der Haftungsausschluss und Risikohinweis. Schauen wir uns erstmal die Prognosen aus dem letzten Jahr an, 23. Warum? Die waren nämlich komplett falsch. Und das sind ja alles clevere Investmentbanker, die diese Prognosen machen. Man ist eben 23 wegen hoher Inflation, wegen eben gestiegenen Zinsen sehr stark negativ gewesen, so negativ wie seit 99 nicht mehr. Man hat also gesagt, die Märkte, der S&P, der wird hier deutlich, deutlich fallen. Und die Strategen haben eben sinkende Aktien zum allerersten Mal projiziert. Dann kam es anders. Diese Strategien gehen jetzt von steigenden Kursen aus. Vielleicht haben sie diesmal Unrecht und es geht dann wirklich nach unten. Fakt ist, es war ein gutes Börsenjahr. Es war nicht nur Durchschnitt, sondern es war wirklich gut. Wir haben hier Stand aktuell 22% Rendite gehabt und der größte Rücksetzer im März und im Sommer, da waren wir mal bei 8, 9, 10% Rücksetzer im S&P 500. Das war also nicht die Welt. Und eben kein Vergleich zum Beispiel mit dem letzten Börsenjahr 22, wo der Markt in der Spitze 25% verloren hat und minus 19% geschlossen hat. Also der Markt war durchaus in Ordnung unterwegs. Normal ist der Durchschnitt hier aus den letzten 43 Börsenjahren, von denen 32 im S&P 500 im Plus waren, ungefähr 10% Rendite gewinnen. Also knapp 10% ist so die Durchschnittsrendite, die der S&P hier seit Anfang der 80er gemacht hat. Das sind eben die schweren 70er Jahre rausgerechnet sozusagen, weil die Empirie etwas später anfängt. Also 10% durchschnittlicher Gewinn bei durchschnittlichem Rücksetzer 14,3. Dieses Jahr haben wir mehr Ertrag geliefert bei den US-Aktien, bei weniger Risiko. Natürlich, es hing nur an wenigen Titeln, die den Markt hier bestimmt haben, aber am Ende dem ETF-Besitzer ist das egal. Hauptsache sein ETF ist gestiegen. Für Leute, die Single Stock Selection machen, also aktive Manager, war es ein schweres Jahr. Viele haben sich da schwer getan, in die Big Schiffe reinzugehen, die halt höhere Bewertungen haben. Und die günstigen Aktien, vermeintlich mit guten Geschäftsmodellen, haben sich schwer getan. Schauen wir uns mal Statistik an. Was ist denn passiert, wenn der S&P mehr als 20% gestiegen ist? Ging es im Folgejahr dann hoch oder runter? Und seit Anfang der Berechnung hier, seit 1920, kann man schön sehen, naja, 34 Mal hatten wir dieses wunderbare Event für Aktionäre, dass der S&P 500 mehr als 20% gestiegen ist und im Durchschnitt ging das nächste Jahr, also das Börsenjahr 24 dann in unserem Beispiel, auch um 8,9% nach oben. Das ist unter dem historischen Durchschnitt. Wie gesagt, Aktienkurse können hier mit Dividenden gerechnet eher 10, 11% zulegen. Nichtsdestotrotz heißt erstmal, dass wir jetzt ein gutes Börsenjahr hatten, nicht automatisch, dass wir nächstes Jahr in den Verlust rutschen. Was man aber auch beachten darf, wenn man das letzte Mal sich ein 20-Jahres-Plus-Jahr anguckt, zum Beispiel 2021, dann sehen wir ja, das war ein sehr gutes Börsenjahr als ungerades Jahr mit fast 29% Rendite und das Börsenjahr danach 22, das steckt dem einen oder anderen vielleicht noch in den Knochen. Da ging es dann doch relativ deutlich runter. 2017 hier auch ein ungerades Jahr, 18 dann ein deutlicher Verlust mit 4%.
Also da kann man ein bisschen überlegen, ob diese jüngere Vergangenheit ein bisschen vielleicht auch ausdrückt, dass die Zukunft nicht ganz so gut wird. Aber da muss man natürlich auch der Fairness halber auf 2019 gucken. Auch das war eben ein gutes Börsenjahr. Danach kam das Corona-Jahr. Das war zumindest bis in den Sommer rein nicht besonders gut. Aber dann kam die klassische Jahresendrallye, die es nochmal rausgerissen hat. Also Fakt ist, in zwei Drittel der Fällen geht der Aktienmarkt auch nach oben, wenn wir eben 20% plus hatten. Das ist ein bisschen unter dem historischen Schnitt von 70%, wo die Aktienkurse steigen. Aber nur weil das Börsenjahr gut war, kann man nicht automatisch sagen, dass wir nächstes Jahr deutlich nach unten gehen. Rein von der Statistik her sieht es hier nicht so verkehrt aus, obwohl von den letzten drei Beobachtungen mit 20% oder mehr Gewinn zumindest zweimal der Aktienmarkt sich schwer getan hat, insbesondere natürlich 2022. Was sagen die Prognostiker dieses Jahr? Sie werden ihre Prognosen wahrscheinlich auch noch ein bisschen nach oben nehmen im Januar. Aktuell sind eben die großen Investmentbanken nicht negativ, sondern sehen Aktienkursstände. Wie gesagt, das ist ja hauptsächlich auch Anfang Dezember, Ende November. Ich denke, die werden sich auch noch ein bisschen nach oben bewegen. Warum? Die Prognosen der großen Investmentbanken sind in der Regel immer prozyklisch. Man folgt also den Kursen und möchte da eben nicht auf der falschen Seite erwischt werden. Was sind die ersten Thesen für 24? Konjunktur wird sehr wichtig sein. Deswegen schauen wir uns Wachstum auch gleich nochmal an. Und die große Belebung der Konjunktur, das große Wirtschaftswachstum, was man sich ja erhofft bei der hohen Verschuldung und vor allem in den ganzen Fiskalpaketen. Ja, dieses große Konjunkturprogramm bleibt aus. Inflation wird weiter ein sehr wichtiges Thema sein. Ja, der Preisdruck lässt nach. Ja, Inflation wird nicht wieder auf 10% steigen. Aber ja, zur Wahrheit gehört auch, die letzte Meile der Inflationsbekämpfung ist immer die schwerste und da werden wir wirklich einen weiten und einen langen Weg haben. Dann Wirtschaftspolitik hat ein Päckchen geschnürt. Wirtschaftspolitik ist eben für die breite Masse der arbeitgebenden Unternehmer nicht besonders gut. Unternehmen sind eben gefangen zwischen Regierungsunzufriedenheit, Fachkräftemangel, Bürokratie, Steuern und eben Lohndruck. Und die Geldpolitik, die kann uns eben nicht mehr retten wie 2020. Die Geldpolitik muss sehen, dass sie zwar die Zinsen vielleicht senken kann, aber die Leitzins Debatte ist das eine, die Bankbilanz das andere, die Notenbanken werden ihre entsprechenden Bilanzen abbauen. Und deswegen ist Wachstum das zentrale Thema. Globales Wachstum wird zumindest von den aktuellen Prognosen her sinken. Das heißt, wir bewegen uns nicht in einem positiven makroökonomischen globalen Konjunkturumfeld, wo eben das reale Bruttoinlandsprodukt nach oben geht, sondern durch die USA, China und auch Japan getrieben, werden wir global eher weniger Wachstum haben, Stand jetzt. Das kann natürlich auch in einer ausgewachsenen Rezession noch mal schlimmer werden, denn die meisten haben ja das Soft Landing eingepreist, also eine relativ milde Abkühlung der Wirtschaft, wenn die Zinsen dann auch nach unten gehen. Aber Fakt ist, real geht eben hier das Wirtschaftswachstum zurück und wenn man das eben GDP gewichtet und auch vergleicht mit den letzten Prognosen, geht das globale Wachstum von 3,1%, was auch unter dem Zinssatz global aktuell ist, auf 2,6% zurück. Und da fand ich diese Grafik spannend, weil die zeigt auch ganz schön, wie schwierig dieses Wachstumsbild insgesamt global momentan ist. Denn, jetzt habe ich mich gekratzt und dabei wollte ich es andersrum machen. Monitor aus. Nein, Monitor an, Kamera aus. Und jetzt wollte ich mich kratzen, aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Von daher mache ich es nicht. So. Musste dir jetzt aber denken, weil jetzt ist die Kamera aus. Was ich hier sagen wollte, ist eben, das globale Wachstum nimmt ab. Du siehst hier die Prognosen 23, die sind schon 21 gestartet. Also hier wurden die Wirtschaftsweisen bei Bloomberg quasi gefragt, was sagt ihr denn zur Konjunktur? Und hey, es war ein gutes Börsenjahr 21. Globales Wachstum war erst bei 3,4 und zum Jahresende dann Richtung 3,6. Dann haben sich die Aktienmärkte ja 22 schwer getan, sind gefallen, auch die Wirtschaftszahlen waren schlecht. Und die globalen Wachstumserwartungen für das Jahr 23, die haben sich von 3,6 auf 2% fast halbiert. 23 konnten die Aktien wieder ein bisschen nach oben gehen und wir hatten dann am Ende 2,8% Wirtschaftswachstum prognostiziert, was dann auch tatsächlich kam. Also man merkt schon so eine gewisse Volatilität und eben natürlich, was man auch nicht vergessen darf, unglaublich viele Fiskalprogramme. Joe Biden nimmt ja nicht nur massiv viele Schulden auf, er investiert das Geld auch, zum Beispiel über den Inflation Reduction Act. Viele Unternehmen haben da in der Baubranche sehr stark in den USA profitiert. Also die USA wissen, wie man eben diesen Multiplikatoreffekt auslöst, wie man eben Wirtschaft stimuliert. In Europa und Deutschland, da müssen wir unsere Hausaufgaben noch machen. Aber 23 bei 23, wir wollen 24 uns anschauen. Das sind die Wirtschaftsprognosen. Diese 2,6% haben wir gerade schon gesehen. Die sind auch nicht in Stein gemeißelt. Fakt ist aber, die Prognosen haben 22 gestartet bei 3,2%. Und seitdem kennen eben die Prognosen nur den Weg nach unten. Nun kann man sagen, gut, die können nach oben überraschen. Das wäre ja für die Aktien dann auch positiv.
Die Frage ist, ob das nur so kommt. Und wie gesagt, global mache ich mir ein bisschen Sorgen um das Wachstum, weil eben immer mehr diese Refinanzierungsthemen aufkommen, Ausfallrisiken nicht eingepreist sind und wir da vielleicht auch noch die ein oder andere böse Überraschung haben, so wie im März vielleicht mit der Silicon Valley Bank. Nur mal zwei, mal drei, mal vier. Wo es herkommt, werden wir sehen. Aber Fakt ist, das Wachstum ist global einfach unter dem Vorjahr. Es ist in den Prognosen gefallen, auch weil eben viele Emerging Markets, insbesondere China, durch Immobiliensektor, durch hohe Verschuldung, durch weniger Foreign Direct Investments sich ein Stück weit schwer tun. Und auch wenn man sich die Economic Surprises anguckt, also die Überraschung, ob eben die Zahlen jetzt im Drei-Monats-Schnitt besser oder schlechter kommen, dann sieht man, von 2022 bis 2023 gab es diese positiven Überraschungen, aber zuletzt sind die deutlich abgeflaut und es sind auch nur noch die nachlaufenden Wirtschaftsindikatoren, wie zum Beispiel der Arbeitsmarkt, die hier eben ein Stück weit begeistern. Die vorlaufenden Indikatoren, die eben wichtiger sind für die Prognose der Konjunktur, die tun sich eben deutlich schwerer. Und wir brauchen dieses Wachstum dringender denn je, denn wir haben eben global hohe Schulden, wir haben hohe Zinsen. Und Fakt ist, real hat die USA seit 2000 nur noch ein Trendwachstum von 2%. Und wir sind sogar unter Trend. Trotz all dieser Fiskalpakete, trotz dieser Maßnahmen sind wir nach wie vor unter diesem Trendwachstum. Und was auch auffällt, das Thema Government Spending, also Staatsausgaben, das ist immer bedeutender für das Wirtschaftswachstum. Und das ist eben schlecht, weil das ist linke Tasche, rechte Tasche. Wenn du als Staat quasi Geld aufnimmst, Schulden machst und das dann eben investierst, ja, das ist ja auch Wirtschaftswachstum. Du nimmst 1 Milliarde Dollar auf, investierst in Infrastruktur, hast vielleicht noch einen Multiplikatoreffekt, weil du es ja auch in die private Wirtschaft dann mitgibst. Aber du hast trotzdem Government Spending, was dann natürlich Wirtschaftskraft erzeugt, was aber auf der anderen Seite auch Zinslast für die nächste Generation erzeugt. Deswegen brauchst du eben mehr intrinsischen Konsum und eigentlich weniger Staatsausgaben. Aber genau das war in den letzten Jahren nicht der Fall. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ist eben hier das Potenzialwachstum aus den USA nicht ausgeschöpft. Und deswegen tut es mir auch weh und macht mich auch ein bisschen ängstlich, wenn ich mir jetzt hier den Leading Economic Index angucke. Da sind 10 Frühindikatoren, die vorlaufend sind, mit eingepreist. Dinge wie Auftragsbestände, Lohnwachstum, der S&P, aber auch andere Dinge, also Dinge, die hier ein Stück weit Vorlaufindikationen haben. Und dieser Vorlaufindikator deutet eben auf eine Rezession hin. Er hat sich stark nach Corona erholt, ist aber mittlerweile lange schon im negativen Terrain und deutet eben genau wie eine inverse Zinsstrukturkurve, die ja auch in den letzten Wochen nochmal weiter invertiert ist, auf einen fallenden globalen Rezessionstrend hin, also auf ein steigendes Rezessionsrisiko, also weniger Wachstum. Und das sind natürlich Themen. Und wenn ich mir dann auch die Saisonalität nochmal angucke, hier mit Sisonex-Daten für die klassischen Präsidentschaftswahlen, Zyklen in einem Election Year und Jahr 2024 wird gewählt im November, sind insbesondere die ersten 6, 7 Monate nicht besonders gut am Aktienmarkt. Dann gibt es vielleicht noch eine Jahresendrallye, aber hier die Statistik sagt zumindest der Jahresstart wird nicht exorbitant gut. Und wir sehen ja auch Donald Trump, das siehst du hier, führt momentan massiv vor Joe Biden. Fast 5 Prozentpunkte liegt da vorne. Auch das kann die Märkte natürlich belasten, wenn im Sommer oder auch im Frühjahr schon ein Präsident Joe Biden pardon, nicht Joe Biden, sondern ein Präsident Donald Trump, also ein Trump again, immer wieder wahrscheinlicher wird. Und da bleibt Inflation dann das Zünglein an der Waage. Inflation bestimmt alles. Inflation hier in den USA war ja deutlich rückläufig. Und du siehst hier nochmal den Vergleich mit den 70er Jahren. Ganz ähnliches Bild. Inflation runter, Inflation hoch, Inflation runter, dann Inflation richtig hoch. Auch das haben wir ja gesehen. 70er Jahre ja auch eine Art Geldschwemme durch das Brechen des Goldstandards. Also 71 Bretton Woods, 73 hat die Bundesbank dann auch den Goldstandard aufgehoben. Dann siehst du hier die Inflation in den 70ern. Und ja, wir haben momentan die Inflationsberuhigung. Auch natürlich nicht so sehr in der Kernrate, sondern mehr in der Headline mit den Energiepreisen, die zurückkamen. Dann gab es auch in den 70ern eine Seitwärtsphase der Inflation, die allerdings wichtig über dem Niveau davor war. Wir werden, auch wenn wir jetzt seitwärts in Inflation laufen, nicht bei 2% seitwärts laufen oder bei 1,8, sondern eher zwischen 2,8 und 3,5. Also wir werden hier schon mal höher sein. Und dann damals in den 70ern gab es eben diese mega zweite Welle. Und da ist auch für mich noch nicht so richtig das Problem der höheren Inflation gelöst. Da muss die Notenbank sicherlich noch ihre Hausaufgaben ein Stück weit besser machen, als sie das aktuell getan hat. Ja, das Börsenjahr 24 wird spannend. Wachstum spielt eine entscheidende Rolle. Wir sind de facto unter dem Potenzialwachstum in den letzten Jahren immer schon gewesen. Wir werden das jetzt auch mit steigender Zinslast nicht unbedingt ausgleichen. Fiskalpolitik hat viel dafür getan, dass die Wirtschaft nicht so stark eingebrochen ist. Ich persönlich glaube aber nach wie vor an eine Rezession. Ich glaube nicht an das Soft Landing.
Ich glaube auch, dass ein Donald Trump Präsident werden kann, wahrscheinlich sogar wird. Das wird die Märkte beunruhigen. Genauso sehe ich eben Leading Indicators, also den Leih, den wir gesehen haben, der deutlich nach unten kommt, was eben bedeutet, hier die Erwartungen der Frühindikatoren sind nicht mehr so gut und gleichzeitig gehen auch die Economic Surprises zurück. All das muss der Markt eben bewerten und Fakt ist, eine Wirtschaft braucht Wachstum. Sie kann ein Stück und eine Zeit lang vielleicht Geldmengen stimuliert wachsen, aber du brauchst intrinsisches Wachstum, du brauchst Produktivitätszuwächse, du brauchst Globalisierung und Vernetzung. All das gab es in den letzten Jahren global nicht so sehr. Und deswegen denke ich auch, dass die Prognosen nicht unbedingt gerade für den Jahresstart besonders positiv sein sollten. Bei Aktien in jedem Fall mehr Volatilität und wahrscheinlich auch in der Asset Allocation ein bisschen mehr taktisch und nicht so fair buy and hold und einfach nur das kaufen, was im letzten Jahr gelaufen ist. Dann glaube ich weniger und da werde ich sicherlich auch 2024, wenn du magst, wieder das ein oder andere Video machen. Bis dahin unbedingt den Daumen nach oben und abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Musik